aufgeregt. Das ist doch eine Arche. Ja, es sieht aus wie eine Arche von uns. Okay, wen nehmen wir? Warte mal. Natürlich jetzt ein bisschen. Die haben wir gerade. Er hat halt so wenig Feuergeschwindigkeit. Ich muss mal ganz kurz durchgucken, welche haben wir gerade drin. Die Igel. Nehmen die. Nur noch was hinzumachen, mal schauen. Und halt. Es ist klar. Da haben wir drin die Seder 5. Da haben wir jetzt mittlerweile die 6er. Und Katana 6. Warte mal. Meistens immer dasselbe, gell? Egal. Dann den Murdoch lassen wir. Hä, warum hat es nicht funktioniert? Hä? Welche haben wir denn jetzt drinne? Hä, warum ging das nicht? Weil es bei der anderen schon drin ist, oder? Haben wir noch was? Sonst nichts, ne? Die Viper haben wir auch noch. Ja, okay, da brauchen wir gar nicht drüber reden, glaub. Passt. Was haben wir denn hier? In 7. Nee, ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber reden. Schild. Warte mal. Cool. Probiere ich mal. Den habe ich mitgenommen. Scheiße, das wollte ich auch noch gucken. Ich drücke zu schnell manchmal. Ist also wahr? Wir haben die salarianische Arche gefunden? Sam, taktische Ansicht. Allem Anschein nach hat der Archon sie gekapert. Die Schiffe sind miteinander verbunden. Wie sieht der Plan aus? Ich arbeite dran. Sam, stell eine Verbindung zur Moschei her. Verbindung steht. Ryder, schön, Sie wiederzusehen. Wir haben das Schiff des Archons gefunden, aber die Sache ist komplizierter, als wir dachten. Ich wüsste also gerne, wonach genau wir suchen. Nach einer großen Reliquie der Relikte mit einer Darstellung von Meridian. Sie war in seinem Privatquartier, seinem Allerheiligsten, wie er es nannte. Er ist äußerst stolz auf diese Reliquie. Das war genau die Information, die wir brauchten. Ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie das für uns alle tun. Aber seien Sie vorsichtig. Ich habe die Grausamkeit des Archons erlebt.
Ich hoffe, Ihnen bleibt das erspart. Das hoffe ich auch. Danke für Ihre Hilfe, Moschai. Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Okay. Wenn wir die Sache richtig angehen, entkommen wir nicht nur mit der Reliquie, sondern retten auch die Salarianer. Ich schlage vor, wir gehen auf die Arche, verschaffen uns einen Überblick und schleichen uns dann durch die Verbindungsröhre auf das Kettschiff. Das sollte realisierbar sein. Die Arche Passero ist derzeit auf Standby. Lediglich die Stasebereiche sind in Betrieb. Wie geht es den Salarianern? Unbekannt. Sie haben gehört, was die Moschai gesagt hat. Der Archon ist zu allem fähig. Genau deshalb müssen wir auch wachsam bleiben. Wenn wir den Archon unterschätzen, sind wir tot. Ryder? Was immer Sie brauchen, das sind meine Leute. Wir holen sie zurück. Das hier ist wirklich wichtig. Der Kenno, oh Mann, der tut mir so leid. Tempest, wir sind drin. Wir registrieren auf dem Kettschiff bislang keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Dann hoffen wir... Entschuldigung. Dringend, in diesem System wurden Alienschiffe geortet, um die Position der Arche Passero nicht zu verraten, wird mit sofortiger Wirkung jegliche externe Kommunikation eingeschränkt. Das unbekannte Himmelsphänomen stört weiterhin unsere Langstreckenscans. Die Position der Nexus sowie der Archen Hyperion, Luciana und Natranus sind noch immer unbekannt. Aber die Sprachfehler, was ist denn los? Pathfinder, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf ein Terminal zuzugreifen, kann ich die Lage beurteilen. Ich greife jetzt auf die internen Systeme der Arche Passero zu. Einen Moment. Es wurde eine zusätzliche Datenverschlüsselung hinzugefügt. Das entspricht nicht den Vorschriften. Waren das die Salarianer? Anscheinend ja. Es handelt sich um einen kryptografischen Code ihres Geheimdienstes. Ich habe ihn entschlüsselt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Passero im Helios-Cluster eingetroffen. Die Position der Nexus ist unbekannt. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Mann, das klang nicht gut. Wir müssen sie finden. Ich überbrücke die Schottsteuerung. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedlung einzuschätzen. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Ich dachte, die sagen was anderes. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Wie steht's um das Schiff, Sam? Die CAT haben zwar einige Ergänzungen vorgenommen, aber die Systeme der Arche sind noch funktionsfähig. Sie ist also flugbereit? Ja. Haben Sie etwa echt vor? Ja, der einfachste Weg, alle zu retten, ist nun mal die ganze Arche mitzunehmen. Wenn Sie meinen? Solange die richtigen Salarianer noch an Bord sind, könnte es funktionieren. Ich sehe hier keinerlei Anzeichen eines Kampfes. Echt schräg. Vielleicht wurden sie ja von dem Cat überrascht. Ich hoffe, ihr Pathfinder kann ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Dieser Kolonist ist verstorben. Das medizinische Terminal könnte uns weitere Informationen liefern. Anscheinend haben die Cat Kapseln und Ausrüstung von Bord der Arche gebracht. Das bedeutet nichts Gutes. Dieser Salarianer weist keine Vitalzeichen auf. Einstellung der Feindseligkeiten. Dringend in Absprache mit der Führung der Arche sind alle Verteidigungsaktionen gegen die Alienschiffe einzustellen. Das Risiko katastrophaler Ausfälle bei Arche und Kolonisten ist zu groß. Was sagen Ihre Daten über den Salarianer, Sam?
Er wird als Pathfinder 7 Raker identifiziert. Scheiße. Der Mann, den wir suchen. Uns bleibt auch nichts erspart. Dennoch hatten wir immer noch mehr Glück als er. Allerdings ist Pathfinder Raker laut den Daten der Initiative weiblich. Dieser Patient hingegen ist männlich. Was? Und wer ist das dann? Ich habe seine DNA-Signatur aus Ihrem Scan. Finden Sie einen Sequencer, dann kann ich seine Identität ermitteln. Die DNA des verstorbenen Salarianers stammt von dem Kolonisten Jax Orlin. Dann haben Sie sie ausgetauscht. Sie wollen Ihren Pathfinder verstecken. Sehen wir uns die Stase-Kapsel dieses Kolonisten an. Vielleicht ist jemand drin. Ich habe die Kapselreihe markiert. Typisch Salarianer, so einen raffinierten Trick anzuwenden. Da fehlen eine ganze Menge Kapseln. Vielleicht konnten die Leute ja entkommen, bevor die Cat aufgetaucht sind. Schon möglich. Allerdings klang dieser Captain Hager doch ziemlich beunruhigt. Das ist nicht Jax Orlins Kapsel. Das ist nicht die Kapsel, die wir suchen. Das ist die Kapsel des verstorbenen Salarianers, aber darin befindet sich eine Salarianerin. Ich glaube, wir haben ihren Pathfinder gefunden. Holen wir sie raus. Sie benötigen Zugriff auf die Stase-Steuerung, um sie wiederzubeleben. Ah, da. Sie sich Zeit. Mir geht's gut. Wir Salarianer erholen uns nahezu augenblicklich von der Stase. Wer sind Sie? Ryder, Pathfinder der menschlichen Arche. Wo ist Alec? Er hat es nicht geschafft. Hier ist Wahnsinn. Die Stase war ein Fehler. Ich hätte niemals zustimmen dürfen. Sie hat voll die schöne Stimme. Was machen Sie da? Mich über die Lage informieren. Eine feindliche Spezies, eine Armada, hat uns angegriffen. Unser Captain kapitulierte, damit wir später zurückschlagen können. Er überzeugte mich, mich unter den normalen Leuten zu verstecken und meinen Sam abzuschalten, damit wir nicht in feindliche Hände fallen. Aber wir sind immer noch gefangen. Jetzt nicht mehr. Naja, fast. Wir gehen an Bord des Catschiffs, um Informationen zu sammeln. Wecken Sie eine Crew und machen Sie die Arche fluchtbereit. Das wird schnell gehen. Anschließend versuche ich, Sie freizubekommen, damit Sie Ihr Ziel verfolgen können. Wir bringen die Arche schon hier raus. Wecken Sie einfach nur Ihr Team. Eins nach dem anderen. Natürlich. Ich binde Sie in unser System ein. Wir bleiben in Kontakt. Hallo, Pathfinder Raker. Ah, endlich wieder ein Sam in meinem Kopf. Ich bin zurück. Wir werden bereit sein. Tempest, wir sind in der Verbindungsröhre und auf dem Weg zum Catschiff. Bisher deutet nichts darauf hin, dass Sie von Ihrer Anwesenheit wissen. Viel Glück, Pathfinder. Okay, wir ziehen es schnell und leise durch. Wenn wir Glück haben, kriegen Sie nicht mal mit, dass wir hier sind. Mist, ich glaube, Sie haben doch was mitgekriegt. Achtung! Da oben sind noch mehr! Echt nett von Ihnen, eine Willkommen!
Willkommensparty für uns zu schmeißen. Reinschleichen hat sich wohl erledigt. Und was machen wir jetzt? Falls Sie ein Terminal finden, könnte ich möglicherweise Ihre Systeme analysieren. Da oben. Oben? Oben, oben, oben. Ich greife jetzt auf die Schiffssysteme zu. Ich habe die Privatquartiere des Archons gefunden. Hält sich der Archon dort auf? Diese Information ist nicht zugänglich. Ich kenne lediglich die Lage seiner Räumlichkeiten. Wie ist die Sicherheitslage? Es wurde Alarm ausgelöst, aber ich habe ihn unterbrochen. Allerdings nur vorübergehend. Okay, also müssen wir uns beeilen. Die Moschei meinte, die Reliquie wäre in seinem Quartier. Also los, gehen wir. Ryder. Ich dachte, sie wären auf der Arche. Huch. Zu viele unserer Leute werden vermisst. Wenn wir sie jetzt nicht finden, finden wir sie nie. Das ist Hager, der Captain unserer Arche. Wir konzentrieren uns auf die Rettung, während sie vorrücken, Ryder. Okay. Sekundäre Route verfügbar. Markiere NAV-Punkt. Wir machen ihnen den Weg frei. Bewegung. Ryder. Aber wenn Sie auf das Terminal zugreifen, kann ich die Türsteuerung. Ich habe immer nur Schiffe geflogen. Aber das. Wir versuchen hier unsere Leute zu finden. Es tut mir leid, dass wir Ihnen nicht helfen können, aber wir haben unsere eigene Mission. Viel Glück, Pathfinder. Für Sie auch, Pathfinder. Okay, Sam, die Reliquie. Hast du sie noch auf dem Schirm? Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Sie können weitergehen. Das könnte schwierig werden. Drei von uns gegen ein ganzes Schiff voller Cat. Dann sollen sie mal versuchen, uns aufzuhalten. Sehr ruhig. Eine Waffenkammer. Verziehen wir uns, bevor sie damit rumballern. Ja, ich... Liam. Oh. Hi. Es geht los! Halten Sie den Kopf unten und rücken Sie vor! Und wo geht's lang? Der Ausgang ist auf der anderen Seite des Raumes. Wo auch sonst! Landungsschiff nähert sich! Es wird immer schwieriger! Ein Landungsschiff? Unfairer geht's ja wohl nicht! Wir kriegen Verstärkung! Überall! Achten Sie auf die Typen da oben! Wann kriegen wir unser Landungsschiff? Leute, wir sind hier eigentlich die Kavallerie! Weiterhin auf dem richtigen Weg zu den Quartieren des Archons. Ich hoffe, die Moschei behält recht, was diese Reliquie betrifft. Okay. Ryder, hier spricht Pathfinder Raker. Ich nehme an, für die Alarme sind Sie verantwortlich? Ja. Ja, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Und bei Ihnen? Noch wurden wir nicht entdeckt. Suchen weiter unsere Leute. Raker out.
das Bordgeschütze? Bestätige. Es handelt sich um die Angriffsbewaffnung eines äußerst leistungsfähigen Schiffes. Und sie sind alle auf die Salarianische Arche gerichtet. Ich fürchte, wir haben ein Problem. Der Weg führt auf... Scheiße, die Tür wurde gerade verriegelt. Das kann unmöglich zufällig passiert sein. Augen auf. Shit, ich sehe sie. Das ist ein Hinterhalt. Diese raffinierten Bastarde. Okay, bereit machen. Sie sind eingesperrt. Dann kämpfen wir uns eben raus. Das sieht hässlich aus. Wir haben ein Problem. Das halten wir nicht mehr lange durch. Rider, wir sind da. Wir geben ihnen Deckung. Das sind die Salarianer, da oben. Es ist noch nicht vorbei. Riker, wir nehmen jede Hilfe, die sie uns geben können. Wir verschaffen ihnen Überblick. Ausschalten. Was mache ich denn? Gehen Sie! Wir schaffen das jetzt allein! Ah nein! Jetzt so ein Typ! Ach Gott! Der mit seiner blöden Kugel schon wieder. Der Raum ist riesig! Sie dürfen uns nicht zuvorkommen! Geh weg mit deiner Kugel! Oh Gott! Kannst du irgendwas tun? Ermutigende Worte sagen. Ich fürchte, die einzige Option ist wohl gewalt. Geh weg. Munition. Jetzt kann ich mich um dich kümmern. Volle Konzentration auf den seine Kackkugel. Jetzt.
Tja, schade, Kumpel. Das war's. Wir haben sie bis auf den letzten Mann erledigt. Ja. Oder Cat. Oder was auch immer. Das war knapp. Wenn Rakers Team nicht gekommen wäre. Sie haben uns gerettet. Wir schulden ihnen was. Ja. Und wie kommen wir jetzt aus diesem Raum raus? Ich habe einen neuen Weg zu den Quartieren des Archons gefunden. Nach oben. Wo geht's denn hoch? Jetzt. Wahrscheinlich sucht das ganze Schiff nach uns. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ja. Hier drüben. Raker, was ist los? Seldens Wunden waren tödlich. Das tut mir leid. Er war tapfer. Ich kann auf dieses Terminal nicht zugreifen. Es funktioniert nicht. Ryder, kann Sam diese Tür für uns öffnen? Ahnung, kann er das? Ja. Moment, ich muss die Sicherheitsmaßnahmen überbrücken. Raker, wir haben ein Riesenproblem. Haben Sie die Geschütze dort hinten gesehen? Ich weiß schon. Sie werden die Arche zerstören, bevor wir die Triebwerke hochfahren können. Außer... Falls Sie eine Idee haben, ich bin ganz Ohr. Venro hier hat früher ÜLG-Antriebe auf Privatkreuzern repariert. Venro, ein EMP-Gerät? Könnte funktionieren. Wenn wir eins in der Nähe dieser Geschütze zur Detonation bringen, haben sie keine Energie mehr. Und die Arche wäre außer Gefahr. Was ist mit ihren vermissten Leuten? Ich suche weiter. Captain Hager und Venro beschäftigen sich mit dem EMP. Damit das funktioniert, muss eine ganze Menge klappen. Darin sind Salarianer ganz besonders gut. Die Tür ist jetzt offen. Wir bleiben in Funkkontakt. Bis dahin müssen wir eine Reliquie finden. Sam? Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Weiß eigentlich jemand, wieso wir noch flüstern? Weil wir uns auf ein feindliches Schiff schleichen. Dessen Besatzung allerdings längst weiß, dass wir hier sind. Ja. Na und? Das macht man eben in solchen Situationen. Jetzt geht das wieder los. Sam! Es gibt eine Alternativroute. Ich überbrücke die Türsteuerung. Nein. Die Cat verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen. Scannen Sie das Zugangssteuerpult. Was soll ich scannen? Ach, das Ding da. Ich wollte schon zur nächsten Tür rennen. Die Tür ist stimmgesteuert. Ich kann versuchen, ihre Stimmbänder zu modulieren und der Intonation der Cat anzugleichen. Okay. Das System fragt nach ihrer Autorisierung. Was möchten Sie antworten? Zugang verweigert. Gosa Nora. Jorak. Jorak. Ernsthaft? Zugang verweigert. Auf dem Schiff wurden Eindringlinge entdeckt. Wir müssen diesen Bereich sichern. Zugang gewährt. Was? Das macht was? Definitiv vom Weg abgekommen. Das ist eine Art Labor. Ich darf gar nicht daran denken, was die hier so machen. Übersetzt
also von Nikette, bemerkenswerte Funde zur weiteren Untersuchung. Hoher Grundumsatz, sehr geringer Schlafbedarf, beschleunigte Denkprozesse und Gedächtnisfunktionen, Schwächen, kurze Lebensdauer, geringe Muskelstärke. Und da nicht rein. So soll es also frisch. Jetzt los! Sehr gut! Lauft nur! Rüstung, wahrscheinlich Wissenschaftler. Was machen die hier? Scheiße! So soll es also frisch. Ich bin jetzt außen rumgelaufen, oder? Oh shit, sie haben uns gefunden. Wir müssen durch sie durch. Sie machen es uns echt nicht leicht, oder? Nein. Nein. Es wäre einfacher, wenn die Cat die Reliquie einfach übergeben würden. Bisschen. Dann würden wir alle Munition sparen. Hä, was? Da oben. Da hoch. Ich glaube, wir haben die fehlenden Stase-Kapseln gefunden. Die Salarianer könnten doch... Heilige! Was ist das? Sie sind tot. Was für Monster würden so etwas tun? Nein, Pibi, hör auf! Was macht sie? Warum macht sie das? Irgendjemand wird dafür bezahlen. Warum fangen wir nicht mit Edler an? Hey, ihr Arschlöcher! Wir sind keine Versuchstiere! Die Bibi. Das hat richtig gut getan. Wie sieht's aus, Sam? Um zu den Quartieren des Archons zu kommen, müssen Sie einen anderen Weg durch die unverschlossene Tür nehmen. Ryder, Vorsicht. Huch. Das ist eine Art Eindämmungsfeld. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Ich bin seit Jahrzehnten in diesem verlassenen Cluster. Umgeben von Amöben. Dann kommst du, ein Mensch, fähig, das Undenkbare zu tun. Du bist sogar mir entkommen. So eine unwahrscheinliche Gegnerin. Es war fast erfrischend. Und doch ist es ein passendes Ende. Oh, Sie sind traurig. Ich würde Sie ja umarmen, nur... Hey, Finger weg! Eine erste Probe. Die Tests an dir beginnen jetzt. Ich werde dein Geheimnis erfahren. Bericht. Warte auf mein Eintreffen. Schon deine Kräfte, Mensch. Ich schätze, Rakers Team hat Probleme. Genau wie wir. Sam, was kannst du mir sagen? Ich registriere einen biologischen Sender in ihrer Blutbahn. Versuche, ihn zu neutralisieren. Okay, das kann erstmal warten. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen? Die Eindämmungsfelder reagieren nur auf lebende Materie. Wenn sie sterben, wird das Feld um sie herum abgeschaltet. Wie Sie wissen, kann ich dank unserer Verbindung ihre Vitalwerte verbessern, wenn es erforderlich ist. Ich kann auch das Gegenteil bewirken. Wenn du also meine Lebenszeichen abschaltest,
mich tötest, verschwindet das Feld? Ja, anschließend würde ich versuchen, sie wiederzubeleben. Gibt es noch andere Optionen? Meiner Ansicht nach nicht. Alles klar, tun wir's. Was, ist das Ihr Ernst? Also, nur für den Fall. Es war toll. Ich halte Ihr Herz an, jetzt. Sam? Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Keine Reaktion. Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Das hat offenbar geklappt. Selbstverständlich. Naja, naja. Schon klar. Sie scheinen sich wohlzufühlen. Witzig. Genug gestorben. Holen Sie uns raus. Suchen wir uns einen Weg aus diesem Käfig. Es gibt einen Wartungsgang, der aus diesem Raum führt. Okay, dann muss es auch irgendwo einen Zugang geben. Ich gehe ihn suchen. Wenn wir schon dabei sind, sollten wir auch nach Infos suchen. Könnte nützlich sein. Dieses Exemplar beansprucht einen Titel. Geh da weg! In meinem Volk bin ich als Mord. Ich bin Ihr Feind. Du erfüllst einen Zweck. Das ist alles. Archon, hören Sie! Wir haben es jetzt mit zwei Pathfindern zu tun. Und Ihre Sicherheitsmaßnahmen beeindrucken uns nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Diese Reliquie. Der Schmerz wird deine Erinnerung stimulieren. Was ist los? Eine kleine Ablenkung. Captain Hayton, wenn wir brauchen Zeit für den EMP. Wie funktioniert Meridian? Ich weiß es nicht. Dann wird das Exemplar erfahren, was wahre Qualen sind. Hä? Komm ich hier? Ah, hier so vielleicht? Archon. Wie Sie befohlen haben, wurden Suchteams losgeschickt, um weitere Exemplare aus der Milchstraße zu finden. Die Salarianer behaupten, es gäbe noch weitere Spezies. Menschen, Turianer, Kroganer und Asari. Wir sind dabei, Mitglieder aller Spezies für Studienzwecke und letztlich den Aufstieg zu sammeln. Was bewirkt. Sehen wir uns mal um. Yes. Alles klar. Hier lang. Ups. Ups. Na, das wird ja lustig. Ja, es wird auch lustig. Das auch? Ja. Okay. Salarianer. So viel zu meiner Hoffnung, dass es etwas derart Böses nur in der Milchstraße gibt. Was war das? Alice. Hier drin ist außer uns noch was anderes. Ja. Pirsche. Langsam an diese Viecher wirklich zu hassen. Stimmt, bei denen heißen wir so. Hier drin zu suchen? Was ist mit ihnen geschehen? Ein toter Salarianer. Er muss in die Luftschächte entkommen sein. Hier spricht Raker. Einige unserer Leute sind noch am Leben. Ich bin jetzt zu ihnen unterwegs. Captain Hager, wie ist Ihr Status? EMP ist einsatzbereit. Wir haben die Quartiere des Archons fast erreicht. Halten Sie sich bereit.
Schande. Gott, die Armen. Ist das ein Krokaner? War er. Vermutlich einer von Drags Speeren. Die DNA ist kroganisch, aber drastisch verändert. Die Cat stehen eindeutig kurz davor, den Aufstieg der Spezies abzuschließen. Sie sind motiviert und effizient, das steht fest. Da wären wir. Captain Hager, Ryder hier. Wir haben das Allerheiligste des Archons erreicht. Verstanden. Geben Sie uns Bescheid, wenn wir den EMP auslösen sollen. Er müsste die Geschütze deaktivieren. Alles klar. Okay, Leute. Wir suchen nach einer Reliquie der Relikte. Es ist eine Karte von Meridian. Was denken Sie? Wieso interessiert er sich überhaupt so sehr für die Relikte? Pathfinder, diese Reliquie hat die Moschei beschrieben. Es ist tatsächlich eine Karte. Ich lege sie über diejenige, die wir auf Eos entdeckt haben. Meridian. Koordinaten erfasst, Pathfinder. Das ist also euer Ziel. Meridian ist mehr, als dir bewusst ist. Das Wetter ist nur ein Bruchteil seiner Macht. Und ich lasse nicht zu, dass du es entweißt. Ich komme damit bestimmt besser zurecht als sie. Wieso? Weil eine künstliche Intelligenz in deinem Kopf ist, dir erklärt? Ich habe gesehen, was im Labor geschehen ist und weiß jetzt, was dich so besonders macht. Meridian gehört mir. Ich habe dich lange genug ertragen. Sobald eure Schiffe zerstört sind, sitzt ihr hier fest. Captain, EMP abfeuern! Erledigt! Genau, was? Scheiße! So langsam wird's brenzlig! Halten Sie einfach Abstand! Achten Sie auf die Kette!
bräuchte mal ein bisschen, ne? Und so. Ah, sehr schön. Wir sind zu weit gekommen. Es darf nicht so enden. Wo ist denn der? Feuerwerk. Geile Trophäe. Lädt er sich auf? Hat er sich gerade wieder aufgeladen mit Energie? Wo ist denn der? Ach, da. Wow. Die Arche scheint noch okay zu sein. Einen Moment, Pathfinder. Ich empfange kroganische Lebenszeichen an Bord des Schiffes. Nicht weit von ihnen entfernt werden mehrere Gefangene festgehalten. Sie sind für den Aufstieg vorgesehen. Vielleicht sind das ja Drakes verschwundene Späher. Sam, kommen wir noch rechtzeitig dorthin, bevor die Kette die Energieversorgung wiederherstellen? Wenn sie sich beeilen, ja. Ryder, hier ist Raker. Ich sitze fest. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde. Scheiße. Wo sind sie? In der Nähe von Zellen, in denen mehrere meiner Leute festgehalten werden. Sie sind noch am Leben. Ich habe Captain Hager befohlen, auf die Arche zurückzukehren. Sie hätten ihn begleiten sollen. Ich konnte meine Leute nicht einfach zurücklassen. Aber ich schätze, es ist vorbei. Von einem Pathfinder zum anderen. Leben Sie wohl. Raker, Ende. Verdammt nochmal! Ihnen bleibt nicht genug Zeit, um beide zu retten. Sobald die Kette die Energieversorgung wiederhergestellt haben, sitzen sie in der Falle. Salarianer. Aber Drax Speer, wir haben gerade gesehen, was der Archon mit ihnen machen wird. Sie werden in Monster verwandelt. Ja, sorry. Nachladen. Wir holen Raker. Ich hoffe, es ist richtig so. Pathfinder, was machen Sie denn hier? Na, dich holen. Raker, wir konnten Sie nicht einfach hier zurücklassen. Danke. Meine Leute sind am Ende des Tunnels. Aber er ist voller Kett. Dann kämpfen wir uns durch. Wir holen Ihre Leute und verschwinden von hier. Gehen wir. Wir haben die Karte, versuchen aber noch einige Gefangene zu retten. Diese Kettgeschütze werden nicht ewig offline sein. Ja, ja, ich weiß. Geben Sie uns einfach Bescheid, falls sich was ändert. Sie erfahren es als Erste. Callow, Ende. Ach komm schon.
Oh, ich hab so keinen Bock auf den Kugeltyp. Passen Sie auf, wohin Sie schießen! Gott. Pathfinder, das Catschiff versucht, die Energieversorgung wiederherzustellen. Oh, scheiße. Die Geschütze werden in Kürze wieder online sein. Verstanden. Haben das alle mitgekriegt? Ja, leider. Ich komme nicht raus, ne? Doch! Oder? Kann ich das nicht machen? Komm schon. Ach komm schon, leck's mich doch am Socken. Danke. Und wir tschüss. Haben es tatsächlich geschafft. Das ja. War der letzte. Und komm schon. Raus. Hey, ja, komm schon. Mach doch was jetzt. Oh, so ein Stress. Können Sie gehen? Pathfinder, die Schiffsenergie der Kette ist bald wieder hergestellt. Tempest, wir gehen nach oben. Halten Sie sich bereit. Verstanden. Danke, Ryder. Noch sind wir nicht sicher. Ein Team wird die Arche zur Nexus eskortieren. Man wird sich dort bestimmt freuen, Sie zu sehen. Nochmals danke, Ryder. Außerdem muss ich mich entschuldigen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja? Ich hätte mich nicht bei Ihnen melden sollen, um mich zu verabschieden. Sie mussten eine Entscheidung treffen und ich habe Ihnen dadurch zu viel Druck gemacht. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Wäre es um die Hyperion und mein Volk gegangen, dann hätte ich mich bei Ihnen gemeldet. Freut mich, dass Sie das sagen. Für uns Pathfinder ist die Grenze zwischen dem Dienst an unserem Volk und dem für das große Ganze verschwommen. Ich bevorzuge klarere Linien. Ich fürchte, davon gibt es in diesem Beruf nicht allzu viele. Das fürchte ich auch. Wie auch immer, das salarianische Volk steht für immer in ihrer Schuld.
Beweisen Sie es. Das werden wir. Gott. Drac. Ich habe gehört, was passiert ist. Es hat Ihnen nicht gereicht, die ganze Arche zu retten, ne? Sie mussten unbedingt noch ein paar mehr Salarianer rausholen. Drac. Kompliziert? Es ist... Nein, ist es nicht. Dass Sie meine Späher zurückgelassen haben, bedeutet für Sie ein schlimmeres Schicksal als den Tod. Und Sie sind nicht derjenige, der es dem Rest meines Clans erklären muss. Es war eine schwierige Entscheidung, Ryder. Aber Sie haben einen bedeutenden Sieg errungen. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Mag sein, aber darauf kommt es nicht an. Ich bin einfach nur froh, dass es dem Team gut geht. Obwohl ein solcher Schlag ins Gesicht den Archon nur noch gefährlicher machen wird. Oder leichtsinniger. Ihr Vater hat andere gerne aus dem Gleichgewicht gebracht. Er war der Meinung, die Würdigen würden dadurch lernen, mit Widrigkeiten besser umzugehen. Und die Unwürdigen? Würden daran zerbrechen. Ich überlasse Sie Ihren Gedanken. Bei allem Respekt, Archon, diese Faszination für Meridian muss enden. Es ist der Schlüssel zu unserer Zukunft, Primus. Der Mensch kennt seine wahre Macht nicht. Selbst wir verstehen sie nicht vollständig. Unser Befehl lautet, diesen Cluster aufsteigen zu lassen. Nicht die Relikte zu studieren. Es gibt Zweifel an ihrem Urteilsvermögen. Zweifel von allerhöchster Stelle. Sie werden schon bald ausgeräumt sein. Mit Meridian können wir jede Welt dieses Clusters in eine Ödnis verwandeln. Entweder unterziehen sich die Subjekte dem Aufstieg, oder sie werden ausgelöscht. Es bricht mir gerade das Herz. Oh. Dieser Pathfinder hat die Tür geöffnet. Jetzt müssen wir als Erste hindurchgehen. Wir müssen Meridian vor ihm ergreifen. Wie alle niederen Wesen hält es eine Schlacht für den Krieg. Es kennt weder seine Schwächen noch sein Potenzial. Der Archon kennt meine Erinnerung durch mein Implantat? Unsere Verbindungen waren weit offen, als Sam sie getötet hat. Wir haben ihn einmal geschlagen und werden es wieder tun. Mobilisieren wir die Nexus und holen uns Meridian. Boah. Noch kurz die Kamera aus. Oh, das mit dem Drag. Oh, das tut mir so weh. Pass auf, ich lese. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Oh. Okay. Oh Gott. Ryder von Jarl. Ich habe meiner Familie von Ihnen und meiner Zeit auf der Tempest erzählt. Ich würde sie gerne vorstellen und ihnen zeigen, wo ich aufgewachsen bin. Vor allem meine wahre Mutter, Sahuna, möchte sie unbedingt kennenlernen. Statten wir meiner Familie doch mal einen Besuch ab, wenn wir das nächste Mal auf Hawal sind. Machen wir. Und Cash. Hallo Ryder, ich mache mir Sorgen um meinen Großvater. Er gibt sich gerne knallhart, aber er ist trotzdem ein alter Mann und hat viel durchgemacht. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er sagt, es geht ihm gut, aber ich habe gespürt, dass ihm etwas fehlt.
habe so lange nachgehakt, bis er versprochen hat, die Krankenstation ihres Schiffes aufzusuchen. Könnten Sie mir einen Gefallen tun und dafür sorgen, dass er tatsächlich hingeht? Bitte, er muss noch eine Weile leben. Okay, Cash. Cora, von Cora. Hallo, Ryder. Ich habe über unser Gespräch nach der Lucinia nachgedacht. Es hat mich inspiriert. Wir sollten reden, wenn wir das nächste Mal beide auf dem Schiff sind. Cora, wann sind wir denn beide nicht auf dem Schiff? Von Jill. Hey, wenn wir das nächste Mal auf Eos sind, treffe ich mich mit meiner alten Freundin Jill. Sie würde sie gerne kennenlernen und ich habe irgendwie versprochen, dass sie kommen. Also machen Sie mich nicht zum Lügner. Jill. Vom Nagmo-Clan. Pathfinder. Nagmo-Speer sind kürzlich mit einem beunruhigenden Bericht zurückgekehrt. Zwei Cat-Schiffe sind auf einem Plateau auf Illadan abgestürzt, nachdem sie beim Flug durch die Geißel Schaden genommen hatten. Eine Speerin schwört, dass es eines der Schiffe des anderen beschossen hat, während sie abstürzten, aber wir konnten diese Behauptung nicht verifizieren. Wenn es bei diesem Absturz Überlebende gab, wird die Wüste schnell ihr Leben fordern. Wir glauben jedoch, dass die Umstände des Absturzes außergewöhnlich genug sind, um den Pathfinder darauf aufmerksam zu machen. Der Nagmo-Clan von Neutuchanka. Moshai Sefa. Falls Sie vorhaben, die Cat zu bekämpfen, sollten Sie diesen Feind ebenso verstehen wie wir. Einige wenige von uns erinnern sich noch an die Zeit, als die Cat zu uns kam und daran, wie sich unser Leben veränderte. Als wir ihre wahren Absichten erkannten, lernen sie, was unsere Ältesten ihnen beibringen können. Ich habe ihnen gesagt, dass sie kommen und ihnen ermöglicht, sie auf Aya zu finden. Respektvoll, Moshai Sefa. Carrie, hallo Ryder. Ich bin der Produzent von Carries Dokumentation. Es ist etwas passiert. Kommen Sie zu mir, wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind. Wir sollten reden. Deswegen haben wir nichts gehört. Und Cora. Die Berichte vom Flaggschiff des Archons klangen ziemlich ernst. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wenn ich mal nicht darüber nachgrüble, was den Salarianern und den Kroganern widerfahren ist, beschäftigen mich vor allem die vielen Artefakte, die der Archon hatte. Das ist nicht bloß eine Mission für ihn. Er ist davon besessen. Ich habe schon früher gegen solche Leute gekämpft. In ihrem Kopf gibt es nur einen einzigen Gedanken und der brennt alles andere weg. Sie werden sehr schnell enorm gefährlich. Ich decke ihnen den Rücken. Aura. Von Gil. Die Angara haben eine Bar, die Pibi besucht. Was? Sie ist süß, ein bisschen wüst, aber betrunken ist sie in Wucht. Ich habe 60 Stunden durchgearbeitet, um ihr Schiff am Laufen zu halten. Merkt man das? Gil. Von Liam. Ich will Ihnen was erzählen. Ich hatte bei Husty eine Freundin, Dondi. Wir räumten nach einem Erdbeben ein Krankenhaus und sie wurden von einem Betonteil getroffen. Es zerbrach ihren Helm und mehr. Sie war 4 Minuten klinisch tot, aber wir haben sie trotzdem in Notstase versetzt und weil heute das Zusammenfliegen so weit fortgeschritten ist, war sie nach einer Woche wieder bei uns, obwohl sie es nicht hätte sein sollen. Klar, Dondi war eine Veteranin und hatte schon jede Menge Scheiße gesehen, aber sowas wird man nicht los. Sie arbeitet noch eine Woche in dem Erdbebengebiet und verschwand dann für 5 Monate. Als sie zurückkam, hatte sie sich verändert. Die anderen Veteranen, sie wussten Bescheid. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Den Tod schüttelt niemand so einfach ab. Costa. Okay, er hat ein paar Videos beigefügt. Von Drake. Mann, Ryder. Ich dachte, ich würde mich mit Waffen auskennen. Aber dieses angaranische Zeug? Scheiße, sie wissen echt, wie man Wummen baut. Ich habe mir auf Aya ein bisschen was angesehen, als wir dort waren. Eine Handfeuerwaffe namens C4 und ein Scharfschützengewehr, Isharai nennen sie es, glaube ich. Sah schick aus, aber bei denen sehen wahrscheinlich sogar selbstgebastelte Messer schick aus. Schön, dass wir Aliens gefunden haben, die kämpfen können. Ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn Andromeda nur voller Pichaks oder Elkor gewesen wäre.
Dann nehme ich doch lieber Cat als diese Loser, Drag. Hobbys zum Stressabbau von Lexi. Hallo Ryder. Ich ermutige sämtliche Crewmitglieder dazu, sich zum Stressabbau ein Hobby zu suchen. Alle, vor allem sie, stehen massiv unter Druck. Stricken mag aussehen wie Zeitverschwendung, aber derartige Aktivitäten setzen Endorphine frei, die unser Gehirn freiräumen, damit wir schwere Probleme lösen und bessere Entscheidungen treffen können. Sie müssen keinen der folgenden Vorschläge auswählen, sie sind lediglich als Vorschläge gedacht. Gartenarbeit, Lesen, Stricken oder Häkeln, Ausmalen oder Malen, Tagebuch schreiben. Falls Sie mich brauchen, ich stehe stets für ein Gespräch zur Verfügung. Von Jarl. Ich schreibe, um Sie wissen zu lassen, dass viele Glückwunschnachrichten von Mitgliedern des Widerstands erhalten habe, die von unserem Sieg gegen den Archon gehört haben. Er ist zwar nicht allgemein bekannt, aber solch guten Nachrichten verbreiten sich zwangsläufig. Wir sind ein hoffnungsvolles Volk, dem neue Hoffnung geschenkt wird. Stellen Sie sich nur die Freude vor, wenn wir Meridian erobern und den Cluster für alle unsere Völker heilen. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, wenn ich daran denke. Danke. Hallo Ryder. Liam hat von einem Filmabend erzählt, aber seine Erklärung klang irgendwie unvollständig. Zumindest im Vergleich mit angaranischen Videos. Vielleicht kann ich beisteuern, was noch fehlt. Kommen Sie doch vorbei, dann reden wir darüber. Boah. Oh, ich bin so kaputt gerade. Okay. So. Okay, ich glaube, an dieser Stelle brauche ich jetzt erstmal eine kurze Pause. Und wir sehen uns entweder gleich oder in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye.